Falk, schwieriges Terrain vor uns. Eben bin ich auf eine Tretmine gelaufen. Das war ganz, ganz scheußlich. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir über die Straße rüber? Und kann man solche Minen eigentlich sehen? Ich bin da einfach gelaufen. Vielleicht werden die einem auch angezeigt. Oder vielleicht können wir einfach drüber fliegen. Da hinten sind zwei Fahrzeuge. Ich schleich mal rüber. Vielleicht klappt das ja, dass einem die irgendwie angezeigt werden. Ich traue mich nicht. Ich versuche mal da hinten rüber zu fliegen zu den Fahrzeugen. Oh, oh. Warte mal. Radioaktivität. Ein Geigerzähler tickt vor sich hin und zeigt uns an, da wo die Mutanten leben, da innen drin, das ist alles hochgradig verstrahlt. Das müsste eigentlich das Lager sein. Und da sieht er noch eine Mine. Schaut mal, da unten liegt sie auf dem Boden. Können die Minen überhaupt von hier und oben entdecken? Da hinten ist noch eine Mine. Schaut mal. Seht ihr das? Ich kann schlecht mit dem Finger drauf zeigen. So ein roter Kreis inmitten drumherum um einen grauen Kreis. Das ist sicher eine Mine. Da hinten ist noch eine. Da genau überhalb, oberhalb, wo ansprechend Falk steht. Genau dort ist eine. Und da hinten auch jetzt genau oberhalb von meinem Kopf. Da hinten. So, da. Ist auch alle. Also können wir doch eigentlich jetzt hier... Ich gehe mal in Richtung zu der Mine. Guck mal, ob mir... Ja, Mine. Da kann ich aber nichts mitmachen. Ich kann ja nur aus dem Weg gehen. Man kann sie also sehen, doch. Ich hätte die andere vielleicht auch sehen können. Wo ich da eben drauf gelatscht bin. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Ach, kann man sie doch sehen. Und hier muss man genau aufpassen, weil hier so viele Steine liegen. Minen sind echt scheußlich. Oh, direkt da unten ist eine Bestie, aber nur eine ganz kleine. Wie geht's denn weiter? Wir wollten eigentlich auf die Straße. Wir können hier auch quer durch. Wir müssen uns einen Kampf stellen, Falk. Schon einiges gekostet gerade. An Lebenspunkten. Wie es hier aussieht. Wie rot. Was für eine Gluthitze augenscheinlich hier ist. Hört ihr diese Geräusche? Wie es knistert und knackt hier. Hier wird man förmlich gebacken. Na, das hat sich doch gelohnt. Ach, da unten, schaut mal, da unten kann man durchgehen. Unterhalb der Straße durch, wir wollen ja hier hinten hin. Dann machen wir das doch mal. Oder schaut mal da oben, da kommen wir auch hin. Bist du dir sicher, dass wir da hin wollen? Nein. Was passiert denn da unten? Er warnt mich. Was schimmert denn da bläulich? Elex oder Elexit? Da ist doch was, da laufe ich gleich mal hin. In den Tümpel. Eine Mini-Oase quasi. Ein kleiner, ein Teich, ein Tümpel. Mitten von dieser Gluthitze. Das ist doch fast schon ein Paradies, das wir hier entdeckt haben. Und?
Gut, dass ich immer den Presslufthammer dabei habe. Tote Ratten darauf einen Schnaps. Könnt ihr den Schnaps nicht nehmen? Nein. Und auf der anderen Seite, was finden wir da? Jede Menge Energieriegel und Plasmazellen. Hinten wieder ein Monster. Eigentlich müssen wir gar nicht unbedingt in diese Richtung, ne? Weil wir müssen ja Richtung Osten. Das ist anscheinend ein Konverter. Wir sind jetzt direkt unterhalb der Straße. Ich würde gerne auf die Straße wieder drauf. Dann hier langlaufen und dann da irgendwie hin. Wohl der Eingang zu dem Camp ist vermutlich hier. Trotzdem, wahrscheinlich gibt es mehrere Eingänge. Kommen wir an der Beste da hinten dran vorbei, möglicherweise. Vielleicht können wir auch dahin, bis dahin noch ein paar Sachen sammeln, die hier liegen. Können wir, ja. Guck mal da oben hoch, nein. Oh, dann nähert sich das nächste Monster. Bleiben wir lieber hier. Eine Nordranke mitten in dieser Wüste. Klingt eher nach einer kalten Gegend. Hier schlängeln wir uns durch. Immer einen Blick auf die Minimap. Niemand sieht uns. Was sind das für Geräusche hier? Ach, sieh mal eine an. Das ist der andere Konverter. Da ist ein Teleportationspunkt oder ein Elex-Vorkommen. Ah, ein Elex-Vorkommen. Ein Elixid-Vorkommen. Immer in seiner Hosentasche einen Presslufthammer dabei haben. Was ist das hier für eine Anlage? Falk, bitte mitkommen. Ist das Schnee? Schnee mitten in der Wüste? Das ist ja unglaublich. Der Temperaturabfall in der Nähe dieser Monstren ist bemerkenswert. Auch wenn wir Teile der Antwort kennen, wo sein Ursprung ist, hätte ich gerne mehr Zeit für eine ausgiebige Recherche. Das heißt, die emotionale Kälte der Alps, die wird auch wiedergespiegelt in deren Umgebung. In der Welt dieser Erschaffen. Da kommen wir, glaube ich, gar nicht durch, ne? Es ist so kalt. Ich gehe mal ganz vorsichtig, aber ich fürchte, gleich frieren wir. Das ist ein richtiger Schneesturm hier. Mist, ich friere ein. Das gibt's ja gar nicht. In die Richtung müssen wir. In den ersten Konverter kamen wir noch rein, aber in den hier wohl kaum. Da werden auch irgendwelche Kreaturen angezeigt in der Richtung. Echt erstaunlich. Tiefer Schnee. Hört ihr da stapfen?
Ich glaube, da hinten steht ein Alp, ne? Als Wächter am Eingang vom Konverter. Schaut mal hin. Also zurück auf die Straße und dann hier hin. Na, schaut mal. Cool. Das heißt, hier kommen wir schon mal jederzeit hin. Und ich glaube, das nutze ich sogar. Wir haben kaum noch Trefferpunkte. Wir müssten wahrscheinlich am Nachmittag haben. Ich glaube nicht, dass wir bis... Möglicherweise kommen wir bis zum Abend, nicht bis zum nächsten Teleportationspunkt durch. In der Wildnis, in der Nacht möchte ich hier nicht rumlaufen. Das heißt, wir nutzen das, gehen nochmal zum Lager zurück. Die Schatten werden auch schon länger. Ich hätte die Al- Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Und zurück hierhin. Strahlender Sonnenschein, schöner Morgen, aber beißend kalt und der Alp hält immer noch Wacht. Wie gut, dass wir die Sonnenbrille mittlerweile haben, da können wir echt jede Kreatur erkennen. Es sind verdammt viele anscheinend auch in dem Gebäude drin. Wir müssten eigentlich... Da ist der Alp, schaut mal. Das ist noch ein weiterer Alp. Da vorne steht einer. Und da vorne zwei Monster. Aufs Dach kommen wir vermutlich rauf. Müssen wir aber gar nicht. Wir müssen eigentlich, das ist die Straße hier wieder, in die Richtung und dann die Straße da hinten lang. Also wir müssen rechts um den Konverter rum. Was liegt denn da auf dem Boden? Ein Toter? Ein toter Outlaw, der uns hiermit zu seinen Erben ernennt. Dankeschön. Ganz neues Spielgefühl, ne? Sobald wir die Sonnenbrille haben hier. Da ist ein Monster, dem gehen wir aus dem Weg. Da unten das nächste. Den müssten wir, glaube ich, klein kriegen. Ist das ein Hornwolf? Ein Schakal. Die kriegen wir. Das ist nicht so schwer. Oh, es sind gleich zwei. Schön peinlich. Boah, die haben auch Falk erledigt. Fiese kleine Bestien. Also, wir laufen nochmal hier unten lang. Hier oben drauf. Lernen aus unseren Fehlern.
Oh, letztes Mal übersehen. Aus dem Autowrack noch einiges plündern und mitgehen lassen. Bleiben diesmal hier unten. Machen keine Sperenzchen. Immer den Abhang entlang, rüber zu der Straße. Kommen wir nicht bis zu ihr, und das sind echte Riesenmonsterbrocken hier. Das sind wieder die Schakale. Na, das ist der falsche Weg. Also die Straße stimmt, aber in die Richtung da hinten müssen wir. Das ist die Straße da hinten? Jedenfalls sind wir hier fast schon umzingelt. Das gefällt mir nicht. Boah, jetzt wird's heftig. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Oh, wie hübsch. Es ist schon bemerkenswert, mit welcher Beharrlichkeit die Berserker versuchen, ihr Territorium zu erweitern. Das ist ein Weltenherz. Wunderbar. Total hübsch. Ich bin begeistert. Es hat sich ja echt gelohnt. Ein Weltenherz. Der grüne Fleck mitten in der Wildnis. Cool. Total hübsch. Finden wir hier auch Leute, die das Weltenherz bewachen? Ich mir gut vorstellen. Ich kann aber keine entdecken. Vielleicht da hinten in dieser Station? Abgeschlossen der Überfall. Wir haben eine Quest abgeschlossen. Erhaltene Erfahrungspunkte. Wofür? Was habe ich gerade gemacht? Ich habe mich nur einer Örtlichkeit hier genähert. Ich töte dich, du verdammtes Schwein. Ach, wer tötet ja? Wen? Versuch's doch. Dann komm her, du Bastard. Jetzt gibt's auf die... Geralt und... Wer ist der andere? Max? Ja, wer sind denn Geralt und Max? Ich weiß nicht, für wen ich halten soll. Fledderer, tote Berserker, der Tod von Geralt wird die Geschichte verändern? Pah, die Säcke haben ihre Abreibung bekommen. Dich hatte ich allerdings nicht auf der Rechnung. Ihr habt hier ganze Arbeit geleistet. Naja, einfach war es nicht. Diese Berserker können gut einstecken und noch besser austeilen. Zum Glück hat mein kleiner Granatentrick funktioniert. Granatentrick. Ja, ich habe einem meiner Jungs gesagt, er soll sich das Ding ins Maul schieben, den Splint ziehen und sich auf einen Berserker stürzen. Und das hat er mitgemacht? Ja klar, ich habe den Idioten ja vorher ordentlich mit Stims vollgepumpt. Jetzt kann ich mir auch noch seinen Teil der Belohnung unter den Nagel reißen. Nein, das sind Outlaws und ich habe den Outlaws geholfen? Ich weiß noch nicht mal, um welche Quest es hier gehen soll. Den blöden, dämlichen, ekelhaften Outlaws geholfen gegen, jetzt hätte ich fast gesagt, gegen meine Berserker. Okay, ich will ja tendenziell eher Kleriker werden, aber ich kapiere hier überhaupt nichts mehr. Wozu der Angriff auf die Berserker? Die wollen aus unserer schönen Wüste einen Dschungel machen. Aber niemand nimmt sich das Land des Dukes. Tavar soll schön so bleiben, wie es ist. Wir können hier tun und lassen, was wir wollen. Jeder, der anders denkt, soll sich verpissen. Und was ist mit den Alps? Du meinst, nur weil sie hier einen Konverter aufgestellt haben, dulden wir sie? Glaub mir, der Duke hat schon genügend Pläne im Keller, um sie zur Rückkehr zu bewegen.
Was ist mit deinen Kameraden? Die überlassen wir dem Aufräumkommando der Ratten. Die Wüste, erledigt das im Schnellverfahren. Wenn du etwas von ihren Kadavern brauchst, nimmst dir einfach. Schlägst du hier jetzt dein Lager auf? Bist du bescheuert? Sobald sich hier die Viecher breit machen, ist man besser woanders. Außerdem will ich im Forum meine Splitter einstreichen. Damit kann ich mir den Arsch vergolden. Wenn du willst, kannst du mich begleiten. Vielleicht gebe ich dir auch einen Schnaps und eine Braut aus. Wie viel hat man euch für den Angriff auf die Berserker versprochen? Ein paar tausend Splitter. Nicht schlecht. Sagt bloß. Und ich bin der Einzige, der überlebt hat, um davon zu berichten. Und du kannst dich darauf verlassen, dass ich jeden einzelnen Splitter aus William herausquetschen werde. Also anscheinend ist es eine, denke ich mal, eine Quest, die man bekommt, wenn man einmal im Outlaw-Camp drin war. Dann wird die einem quasi, da kann man die annehmen und wir haben die jetzt aufgelöst und erfüllt, bevor uns wir den Auftraggeber überhaupt kennengelernt haben. Es sei denn, wir hatten ja schon mit dem einen oder anderen Outlaw ein Schwätzchen gehabt, dass es eine ganze Questkette war und dass eine unserer mehreren Begegnungen, die wir hatten mit den Outlaws, zu Beginn einer solchen Kette war und dass dazwischen noch Zwischenereignisse sind, die wir bislang noch nicht ausgelöst haben und die wir auch noch nicht kennen. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, zum Vor der Outlaws wollen wir ja. Ich begleite dich ins Vor. Gut. Ein bisschen Rückendeckung während der Reise kann ich gut gebrauchen. Von meinen Begleitern ist ja nicht viel übrig geblieben. Folge mir einfach. Woher kommst du überhaupt? Wenn ich dir das erzähle, muss ich dich töten. Du schleppst also ein Geheimnis mit dir herum? Dann vertrau dich nicht den falschen Leuten an. Erst recht nicht den Tavar. Sonst jagen sie dich für ein paar Splitter zum Teufel. Ich würde es tun. Du kannst es ja mal versuchen. Sei froh, dass ich ehrlich bin. Verlogene Typen sind so nützlich wie ein zweites Arschloch. Nimm's also locker. Den werden wir gleich sicher noch einholen. Der läuft uns nicht weg. Aber vorher schauen wir uns die Gegend hier mal an. Also es tut mir echt in der Seele weh, dass die armen Berserker, die dieses wunderschöne Weltenherz hier gebaut haben, dass die ins Gras gebissen haben. Aber ich hab's nicht verhindern können. Ich wusste auch gar nicht, wer hier gegen wen kämpft und warum. Jetzt ist es zu spät. Und das Vor der Outlaws, das ist, glaube ich, genau die Siedlung von ihnen, wo wir auch hinwollen. Und mit ein bisschen Verstärkung dorthin zu rennen, das schützt uns. Dann kommen wir leichter dahin. Und anschließend werde ich mich den Outlaws erst rächen, nicht nach diesem Massaker. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Zahnaxt. Eine Anleitung, aber wofür? Für einen großen Mana-Trank. Aha. Knochenmarkbrühe-Rezept. Hier hätten wir ein Nickerchen halten können. Ein Amulett des Wilderers. Doch das berühmte Klopapier. Cool. Kein sanftes, aber hey, die Truhe kriegen wir geöffnet. Da habe ich gar keine Bedenken. Oh, so eine lange. Mal schauen. Einmal. Zwei. Dann in die Richtung. Das war wohl nichts. Dietrich abgebrochen. Autsch. Also, das war auch nichts. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, nein. Hierhin, dahin, 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 dahin. Zu einfach. Ach, das war überhaupt nicht einfach. Fledderhose, die bringt nicht allzu viel. Trockenfleisch, sanftes Klopapier. Da bin ich ja doch beruhigt. Trotzdem, da waren keine Kostbarkeiten drin. Dafür, dass wir gleich 6 Stellen zu lösen waren. So, jetzt müssen wir unseren Outlaw
Kumpel finden. Der ist irgendwo da vorne. Da unten steht er. Und wartet auf uns. Falk nehmen wir aber auch mit. Euch auch. Auf zum Outlaw Camp. Wilde Gesellen lassen ihre eigenen Leute, die sie, die eben noch ihre Kameraden waren, tot im Staub zurückliegen, ohne sie zu beerdigen. Schicken sie sogar noch, nachdem sie mit Drogen vollgepumpt haben, mit einer Lüge und mit einer Lüge im Herzen und mit einer Handgranate im Mund auf die Feinde los. Nee. Mit solchem Pack möchte ich nicht befreundet sein.